Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Und diesmal dabei eine Serie, die mich jetzt tatsächlich richtig krass überrascht hat. Und zwar habe ich dabei Venom Space Knight. Das ist jetzt das zweite deutsche Volume mit Venom in der Hauptrolle. Und ja, ich sag mal, bei dem Titel Space Knight habe ich im Vorfeld eigentlich gar nichts erwartet. Dazu kommt, dass der Autor Robbie Thompson ist und die der Zeichner oder Zeichnerin Ariel Olivetti, wo das halt so zwei Namen sind, die mir so auf Anhieb gar nichts sagen. Ich wette mit euch, ich habe von dem bestimmt schon das ein oder andere Comic im Regal liegen oder stehen. Allerdings sind das Namen, die bei mir nicht hängen geblieben sind. Dazu noch der Titel Space Knight, also Weltraumritter, wo ich mir eigentlich dachte, okay, das kann jetzt nichts Großes werden. Allerdings bin ich so großer Venom-Fan, fand die letzte Folge mit Flash Thompson so toll, dass hier dran für mich persönlich kein Weg dran vorbeigeführt hat. Und ich hätte mich dann auch sehr geärgert, wenn ich dann im Nachhinein festgestellt hätte, okay, die Serie war doch gut und ist an dir vorbeigerauscht. Deswegen wollte ich dann unbedingt reingucken. Und ich bin mehr als begeistert von diesem Band. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Wer die letzte Guardians of the Galaxy Volume gelesen hat, also die von 2015, weiß, dass mittlerweile Venom geheilt ist. Man hatte im sechsten Band der letzten Guardians Volume, ich hole den Band mal gerade raus, für die Leute, die sich das dann vielleicht mal einzeln nachkaufen wollen. Und zwar war das dieser hier in der Höhle des Löwens. Es müsste der Band hier gewesen sein von den Guardians, in der man die Origin-Geschichte von Venom, beziehungsweise jetzt nicht von Flash Thompson oder Eddie Brock, sondern von Symbionten, die Origin geliefert bekommt, von welchem Planeten dieser Symbiont bekommt, kommt. Und auf diesem Planeten erfährt man dann halt auch, dass der Symbiont, der sich mit Eddie Brock zusammengetan hat und später mit Flash Thompson, einen Fehler hat, weil eigentlich sind diese Venom-Symbionten, die gar nicht Venom-Symbionten heißen, die heißen anders, alle total friedfertig und sind eigentlich so gute Weltwesen, wenn man so will. Daraufhin wurde der Symbiont von Flash Thompson geheilt und er wiederum wurde zum Agenten des Kosmos. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat es damit auf sich, was ist der Agent des Kosmos? Das wiederum wird in diesem Band geklärt, weil Flash Thompson Anfang des Bandes gar nicht weiß, was ein Agent des Kosmos ist. Als einzige, was er weiß, ist, dass man anscheinend als Agent des Kosmos immer wahllos irgendwelche Visionen in den Kopf reingeballert bekommt. Also er hat Visionen und auf diese Visionen reagiert er dann, indem dass er dann dort und dort hinfliegt oder hinfährt, wie auch immer, und dort Leuten den Arsch rettet. Das können jetzt Leute auf irgendeinem kleinen Planeten sein, die zu Gott beten. Er kriegt dann die Vision, weil er Agent des Kosmos ist und reist dann dahin oder halt andere Wesen im Weltall, die in der Not stecken, die seine Hilfe brauchen. Dort wird er automatisch durch diese Vision hingeleitet. Das ist so der große Kontext des Bandes, dass halt Flash Thompson durchs Weltall reist und Leute rettet. Fühlt sich ein bisschen so an wie ein Roadtrip. Das Ganze hatte man mit Flash Thompson ja auch schon mal gehabt in der letzten Venom-Volume. Und so ein Roadtrip durch den Marvel-Kosmos fühlt sich einfach nur unglaublich toll an. Ich habe das schon bei Rocket Raccoon feststellen müssen. Bei den Groot und Rocket Raccoon Band, also dieser Solo-Band, nicht aus der Ongoing, der auch traumhaft schön geschrieben war, habe ich auch festgestellt, wie charmant eigentlich der Marvel-Kosmos ist, wenn der Autor wirklich damit umzugehen weiß. Und an der Stelle sei gesagt, dass der Autor hiermit sehr gut umzugehen wusste. Und zwar hat die Serie jede Menge Witz. Also die Serie ist jetzt nicht lächerlich, so wie so ein Deadpool-Comic teilweise leider schon ist, sondern die Serie schafft es, ernst zu bleiben, aber trotz dessen mit jeder Seite jede Menge Witz zu verstreuen. Die Zeichnungen von der Guten oder dem Guten, Ariel Olivetti, sind auch richtig toll und passen meinen Augen perfekt zu diesem Venom-Band und ich finde, Marvel hätte gar keinen besseren Zeichner hierfür finden können. Es fängt halt alles an mit so ein paar kleineren Abenteuern, die erstmal seine Sidekicks und alles bereitstellen. Das erste Abenteuer, in das er reingerät, ist, dass er diese Familie von einem Raumschiff befreit, weil die Besitzer von diesem Raumschiff von denen das Blut ernten wollen, weil das als irgendwas Besonderes gilt, wofür halt die Kinder und die Mutter sterben müssten. In diesem Raumschiff wird direkt angesprochen von diesem Roboter, der ihn darum bittet, zerstört zu werden, weil er keinen Bock mehr hat, für seinen Besitzer zu arbeiten. Flash Thompson redet dann auf den Roboter an und sagt, zeig mir erstmal, wo die Gefangenen sind und danach bringe ich dich um. Und das bleibt dann so ein bisschen der Running Gag, weil der Roboter wird innerhalb des Bandes dann der neue Sidekick von Venom und Venom muss ihn halt immer wieder versprechen, dass er ihn bald umbringen wird oder zerstören wird. Und das ist halt so der sympathische Robiker mit Hang zum Suizid. So total lustiger Humor, finde ich. Und ich mag diesen Roboter total, der sich die ganze Zeit selber umbringen möchte. Und
Das ist auch so der rote Faden in diesem Band, weil man halt hier echt jede Menge skurrile Gestalten trifft und andere Figuren, auf die Flash Thompson nun mal trifft. Sei es jetzt eine Panda-Mutter, gegen die er zuerst kämpft, aber sich dann später mit ihr verbündet. Hier seht ihr mal den Kopf von der, die ich auch total cool fand. Also diese Panda-Mutter, die könnte schon fast eine Serie vertragen. Richtig, richtig toll. Oder eine weitere Sache, die ich. Jetzt kommt ein ganz kleiner Spoiler, worauf ich aber unbedingt eingehen möchte. Und zwar, jetzt kommt der kleine Spoiler, und zwar, der Symbiont kann sich mittlerweile von Eddie Brock, will ich ganz sagen, von Flash Thompson trennen. Und kann dann auch selber reden. Also es gibt tatsächlich eine Unterhaltung zwischen den Symbionten und Flash Thompson. Und der Symbiont nimmt halt die Gestalt an von Venom. Also finde ich auch ganz cool, diese Idee, dass er jetzt auch ein bisschen eigensinnig ist. Es wird dann weiter im Kontext erklärt, obwohl das möchte ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Auf jeden Fall sind das Unterhaltungen zwischen Symbionten und Eddie Brock will schon wieder sagen, Flash Thompson möglich. Und, und. Also wer Bock auf eine teilweise dann auch etwas brutalere Weltraumgeschichte mit Flash Thompson im Venom-Kostüm, beziehungsweise mit dem Symbionten, mit echt wunderschönen Zeichnungen, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Erinnert mich echt stark an die Kleinen, diese Zeichnungen. Da sollte ich definitiv reingucken. Das ist voller Humor, wie gesagt, hat auch Brutalität drin und ja, eine wunderschöne Geschichte. Also mir hat es echt sehr viel Spaß gemacht. Also ihr hört schon raus, für mich ist das hier eine klare Kaufempfehlung. Und an der Stelle seid ihr gefragt, habt ihr Venom Space Knight gelesen? Und wenn ja, hat es euch auch so extremst gut gefallen wie mir? Also wie gesagt, es ist echt eine wunderbar charmante Serie. Ich glaube, der zweite Band müsste dann jetzt auch der abschließende Band sein, damit ist die Serie dann beendet, weil dann kommt die nächste Venom Volume, die es dann hoffentlich auch zu uns nach Deutschland schafft. Auf jeden Fall, bitte ballert in die Kommentare rein, wie hat euch Venom Space Knight gefallen? Seid ihr davon auch so absolut begeistert wie ich? Also ich bin begeistert und das war's. Bitte lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.